Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Sonntag, der 13.10.2019. Im römischen Kalender ist heute der als Feiertag von Thynalia. Das ist zu Ehren des Gottes Phons. Der steht nicht für Telefone und auch nicht für Musiklautstärke, sondern für das Süßwasser. An diesem Tage schmückte man Brunnen und eben alle Quellen von Süßwasser mit Blumen und Girlanden, um seine Dankbarkeit der Schöpfung zu zeigen für die Existenz des trinkbaren Wassers. Es heißt ja immer, dass Dankbarkeit nicht irgendeine Tugend sei, sondern die Grundlage überhaupt der Tugendhaftigkeit. Das ist sowohl ein Zitat, das ein Römer gesagt hat, ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber auch Konfuzius, also Ethiker aller Himmelsrichtungen haben schon darauf abgezielt zu sagen, dass Dankbarkeit die Grundlage der Ethik, des moralischen Verhaltens. Ein Mensch, der nicht das Gefühl der Dankbarkeit kennt, kann kein guter Mensch sein. Das ist, ich wurde es nämlich letztens gefragt, ja, sind denn die heidnischen Götter nicht alles einfach nur die Erklärungen für Dumme, was Blitze oder Erdbeben, was man sich früher nicht erklären konnte? Ich habe gesagt, das spielt jedenfalls in der griechisch-römischen Religion nur eine sehr untergeordnete bis verschwindend geringe Richtung, sondern ein besonderer Teil der Festtage sind das Zeigen von Dankbarkeit. Mancher, der noch christlich aufgewachsen ist, wird das ja auch aus dem Christentum kennen, da dankt man Jesus und dem Herrn vor der Mahlzeit. Kann man natürlich vernunftsmäßig sagen, ja gut, ihr habt doch ich gekauft und bezahlt und gekocht und alles. Ja, aber es muss ja auch eine Schöpfung da sein, die uns das alles ermöglicht. Und es arbeiten an fast jedem Werk auch immer andere mit. Ich meine, wer hat das Viech, das man isst, selber aufgezogen auf der Weide? Wer hat es selbst geschlachtet und verpackt? Na, also an irgendeiner Sache sind ja auch andere beteiligt. Und kann man sagen, was sollte man besser denen danken? Nein, man dankt ja im Allgemeinen mit solch einer Geisteshaltung der Schöpfung und dem Kosmos die Gemeinschaft aller Dinge, die uns gut tun. Jedenfalls, ich möchte heute nicht über religiöse Dinge sprechen, ich mache das hier immer nur so als Einleitung. Heute habe ich zwei Themen. Die Probleme der Gamer-Szene. Scene. Oder sagt man Szene? Ich weiß gar nicht. Ich lese es immer nur so als Text. Szene ist ja eigentlich kein deutscher Begriff, aber wird ja heute auch als deutscher Begriff Szene verwendet. Schon seit längerem übrigens. Also, ich habe das schon in den 80ern gehört. Damals hat man das über die schwule Szene, das war der erste Begriff, wo ich das in dem Zusammenhang gehört habe. Heute ist es die Gamer-Szene, die ja jedenfalls von Politikern eben fast genauso verächtlich das Wort genommen wird, wie in den 80er Jahren noch das Wort schwule Szene verwendet wird. Also Computerspieler zu sein, ist ein bisschen das neue Schwul. Man traut sich nicht zu sagen, ich spiele aber auch Computerspiele. Ich darf eigentlich gar nicht drüber lachen, als einer, der beides miterlebt hat. Aber gut, also ich bin heute in, ja, was also nicht heute in Bezug auf heute, aber ich bin in letzter Zeit in einer solch seltsamen Stimmung. Ich hatte ja auch im letzten Video, also das eine ist, was man bat mich ja mehrfach anzukündigen, worum geht es diesmal. Also versuche ich mich disziplinieren und dran zu halten. Es geht diesmal um eben diese Spielersache, Computerspiele. Und die Bedeutung der Politik, gerade jetzt in Bezug auch auf den Fall Halle. Und im zweiten Teil weiter hinten werde ich mich um den Türkei-Deal von Donald Trump und den Einmarsch also die militärische Expansion in Kurdistan durch die Türken kümmern. Das sind ja Begriffe wie aus Karl-May-Romanen, mein Gott. Das wilde Kurdistan und der Türkensultan. Ich habe das Gefühl, als ob man irgendeine merkwürdige Geschichte aus dem 19. Jahrhundert erzählt. Aber leider ist das heute die Realität. Aber zunächst zu den Computerspielen. Ich hatte, als der Halle-Vorfall war, also das Attentat, wir müssen ja sagen, die Dinge nennen, Fälle ist ja die Verharmlosungsform. Man fängt dann selber auch von bald an. Wenn man es dauernd hört, fängt man ja selber an, Scheiße zu reden. Das ist ja kaum vermeidbar, leider. Also das Attentat, der Doppelmord durch einen
er hat es ja auch gestanden, offensichtlich rechtsradikal politisch orientierten. Zusätzlich, man muss auch sagen, geistig doch wahrscheinlich auch trotzdem schwer gestört oder jedenfalls in gewissem Maße gestörten Menschen. Und ich hatte schon dann, so wie der da auftrat und vor allem wie er sprach, er nahm sich ja im Video auf, habe ich gedacht, die warten wieder auf die Computerspiele eindreschen. Und genau so kam es auch. Mehrere, sagen wir mal, Twitterer aus unserer Seite, also von unserem Alternativmedienlager, ich sag mal so, haben schon das aufgepiekt, dass es immer mehr prominente Stimmen hat, die sogar sogar wieder mal die Verbindung zu Gamergate und sagten, ja, das sind nicht nur die Rechtsradikalen, die die Leute zu Gewalttaten aufstacheln, sondern es ist auch diese Rechtsradikalen wie Gamergate. Das ist natürlich ein Riesenfach. Fass, was ich hier aufmache, denn ich kann jetzt hier nicht Gamergate nacherzählen. Gamergate war ein Vorfall vor einigen Jahren und sozusagen die Initialzündung der Politisierung der Computerspiele. Vor Gamergate war Computerspiel einer der letzten völlig entpolitisierten Bereiche. Es war ein Bereich, wo man sich sagte, hier wird nur um des Spaßes willen konsumiert. Man zieht sich für einige Zeit aus der Realität zurück und unabhängig der politischen Herkunft, ob links, ob rechts, ob sonst was, man konnte sich in Computerspiele versenken. Es war ja mit der Unterhaltungsindustrie, nehmen wir zum Beispiel Fernsehserien früher auch so, Star Trek zum Beispiel. Natürlich waren die Werte von Star Trek immer liberal, linksliberal. Aber sie waren eben in einer dezenten Weise so, dass man auch als Konservativer diese Dinge ansehen und mögen konnte. Also ganz unpolitisch waren die Dinge natürlich nie. Also auch ein Computerspiel der 80er, der 90er hat einige gesellschaftliche Themen. Sonst ist es als Geschichte ja mitunter auch langweilig, gerade wenn man ein Rollenspiel hat. Oder selbst wenn man verschiedene politische Aufbauspiele hat. Nehmen wir mal Civilization. Entwickelt man die Politik seiner Zivilisation in eine faschistische Autokratie mit dem Vorteil der hohen Effizienz, aber dem Nachteil, weiß ich nicht, was sie da eingebaut haben. Also politische Themen gibt es in Computerspielen so lange, wie es Computerspiele gibt. Also dass die Vorstellung politisch, die seien total unpolitisch oder apolitisch, ist natürlich objektiv auch nicht wahr. Aber es war genauso wie eben Star Trek, das nächste Jahrhundert in den 1980er Jahren, sagen wir mal, so dezent, dass es nicht störte, wenn man politisch in einem anderen Lager war. Es war nicht, wie man im Englischen so schön sagt, in your face, also dir Gesicht, also dir die Politik in die Fresse gezwungen. Und das ist ja nun heute. Also subtil ist für die heutige politische Zeit ja nicht mehr in. Ne? Sondern wir argumentieren ja heute mit Keule und Morgenstern, ne? Statt mit dem Florett. Was auch eine Art von Verblödung ist. Denn wenn Leute eine politische Sache nicht mehr subtil argumentieren können oder wollen, ich weiß es nicht, ich vermute ja eher, es ist auch ein Mangel an Können. Denn eine politische Sache, sagen wir mal, diplomatisch vorzutragen, zum Beispiel, wenn ich etwas kritisiere von rechts oder von links, dann versuche ich ja zunächst einmal, es so diplomatisch dem Gegenüber zu sagen, dass er es auch einigermaßen schlucken kann. So, dass ich denke, okay, ich möchte, dass mein Gegenüber meine Position, wenn er schon nicht annimmt, sie zumindest als plausibel zunächst einmal in seinem Kopf stehen lässt. Ergo muss ich sie ihm so erklären, dass er sich nicht sofort in seiner Existenz bedroht fühlt, dass er nicht auf den Schlips getreten, also sich schwer beleidigt fühlt. Und jetzt rein strategisch gehen gerade die Linken ja genau gegenteilig vor. Die versuchen ja wirklich alles, um auch noch den letzten Normalliberalen aus dem linken Lager zu vertreiben. Sodass am wirklich nur noch am Schluss die maximal spinnerten, durchgeknallten und die maximalen Extremisten in diesem linken Lager übrig bleiben. Ich kenne genug Leute, die eigentlich linksliberal sind, aber also so eher im amerikanischen Sprachraum, also im englischen Sprachraum,
vor allem in Amerika, teilweise auch in Großbritannien, wo ich Leuten folge, die sich selbst als liberal oder linksliberal definieren, aber sagen, wir können diese Parteien, die links sind, gar nicht mehr wählen, weil die so verrückt nach linksextrem gedriftet sind. Das ist bei uns ja erst ein bisschen jetzt sich im Entwickeln. Ich meine, die Programme und Vorstellungen, die von linken Parteien kommen, sind ja auch teilweise, wenn ich jetzt an die Grüne Partei denke, insbesondere teilweise auch der SPD. Die unübersichtliche Gemengelage bei uns ist natürlich nur, das sagen wir mal so, am ehesten hört man noch mitunter gemäßigte Äußerungen von der linksten Partei, der Linkspartei, vereinzelt jedenfalls mal. Und dann wird versucht die CDU immer wieder in jüngster Zeit SPD und Grüne links zu überholen. Also das ist eine Lage, die, wo man in Deutschland sehr schwer sagen kann, bei so vielen Parteien, weil wir haben ja nicht wie in England, wo man im Prinzip zwei hat, zwei große, die den Ton angeben, und in den USA ohnehin zwei. Gut, da gibt es auch noch einige andere Parteien, aber die spielen sowohl in den USA wie auch in Großbritannien ja keine Rolle oder keine entscheidende. So ist das bei uns eine unübersichtlichere Lage, auch deswegen, weil wir mittlerweile so viele Parteien haben. Aber um gleich ins Thema zu gehen, ich wollte mich gar nicht damit beschäftigen, aber ich mache es nun doch. Also der Horst Seehofer, ein Mann, also eine Zeit lang haben die Leute ja ein bisschen Hoffnung sogar mal mit ihm verbunden. Nehmen wir mal in der Massenzuwanderungsfrage war es ja mal eine Zeit lang so, er signalisierte, es schien, als wäre er dort der Letzte, der dort blockiert, und ist dann, seit er umgefallen ist, er hat ja immer nur gedroht und nichts folgen lassen. Ich habe dann relativ schnell die Hoffnung aufgegeben, dass aus dem Mann nochmal was wird. Und wenn ich jetzt was höre, also auch danach, er ist ja mittlerweile verwaltet die Massenzuwanderung, nur wie seine Meinung ist, weiß man vielleicht, aber ich weiß es nicht, weil ich den Mann auch einfach gar nicht mehr ernst nehmen kann. Also ich muss wirklich sagen, kein Minister oder überhaupt kein führender Politiker in Deutschland hat für mich so wenig, dass ich ihn ernst nehme in dem, was er sagt, überhaupt, wie Horst Seehofer. Nun ist er natürlich als Innenminister, ich musste gerade überlegen, er ist noch mal was anderem, Bau und Heimat, genau, da steht's. Ist natürlich er, aber im Wesentlichen ist es ja das Innenministerium, ist er natürlich als Innenminister für die Entscheidung von Gesetzesvorlagen leider maßgebend, warum dieser Mann überhaupt immer noch diese Position hat. Selbst diejenigen, die die politische Lage ganz gegenteilig einschätzen wie wir, also mit Massenzuwanderung, sind dem Seehofer mittlerweile Spinnefeind. Also warum der da überhaupt noch sitzt, und für uns, unser Lager, ist es auch nicht besser, das, was der da macht. Ja, also nun kommt also wieder die Behauptung, die Gamer-Szene, immer wenn von Szenen die Rede ist, weiß ich schon. Also ich meine, an sich ist Szene ja kein abwertender Begriff, aber Politiker, wenn Politiker ihn verwenden, verwenden sie ihn immer als abwertend. Weil Politiker sind in einem gewissen Alter, in der Regel, junge Politiker sind an der führenden Politik ja selten beteiligt. Das heißt, in einem Alter, in der sie noch in, naja, sehr veralteten Weltvorstellungen leben. Ich bin sonst wirklich kein Mensch, der gerade angesichts des Schwachsinns, der verbreitet ist in der Jugend heute, in das Horn stößt, die dummen Alten, die die Welt nicht mehr verstehen. Aber was Internet betrifft, muss ich leider sagen, es sind zum allergrößten Teil wirklich leider dumme alte Leute, die von Internet nichts verstehen. Es gibt im Internet zum Beispiel eine sogenannte Trolling-Kultur. Also eine Kultur, in der man sich, ich sag mal, anfeigst, also so sich gegenseitig ein bisschen verspottet, aber man nimmt sich selbst und das Trolling meistens auch nicht besonders ernst, sondern es ist halt so, mein Gott, wie Jugendliche auch oft sprechen und beste Kumpels und sagen, na du Arsch, was machst du gerade, so Sack oder so, und dann sagt er, ey du, weiß nicht, was man heute sagt, ich bin aus der Jugendsprache 2019 auch raus. Aber ihr versteht, was ich meine. Das ist ja gerade unter Jugendlichen, manchmal auch in bestimmten Kreisen, vielleicht auch noch unter Älteren, wo man sich so freundschaftlich irgendwelche Sachen sagt und meint es auch nicht so. Ja.
Natürlich ist der Übergang im Internet fließend, aber ich rege mich auch immer wieder auf, wenn richtig krasse Beleidigungen im Internet kommen. Aber ich weiß eben, Internet ist Internet. So. Dann kann man einfach Leute blockieren und dann hat man die Ruhe davon. Ich meine, ich bin nun auch kein Anhänger dieses Prinzips, alles, was rede, also jede Rede muss frei sein. Es muss schon Grenzen geben. Also, wo man sagt, es wird jetzt hier Leute zum Beispiel, wird üble Nachrede, ist ja mit Recht ein Straftatbestand auch heute schon lange. Das muss man einfach nur anwenden. Also, wenn jemand über einen anderen Menschen ein Gerücht verbreitet, das rufschädigend ist, haben wir ja Gesetze. Völlig unabhängig, ob das rufschädigend übers Internet geschieht oder über andere Medien. Also in diesen Bereichen haben wir schon lange Gesetze, die muss man einfach nur anwenden. Ich bin ein entschiedener Feind allerdings von jeher diesen Begriff der Hassrede oder der Hetze, weil das mir zu schwammig ist. Ich möchte nicht, dass ein Rechtsstaat durch so schwammige Begriffe wie Hass und Hetze. Das ist, kann man im Privatgespräch verwenden, das ist okay, aber wenn man auf juristischer Ebene ist, also auf der Ebene der Bildung neuer Gesetze, dann kann man nicht mit so schwammigen Begriffen hantieren. Das ist, ich muss das auch als Historiker sagen, das ist immer das Merkmal von Diktaturen gewesen, mit den möglichst schwammigen Begriffen gesetzlich zu operieren, sodass man willkürlich jeden damit vor Gericht bringen und verhaften konnte. Was dann auch passiert ist. Also, dass überhaupt der Hetzebegriff wieder ins Strafrecht sich einfindet, ist ein sehr schlimmes Zeichen, denn der Hetzebegriff waren zentrale Begriffe, um die Opposition mundtot zu machen, sowohl im Dritten Reich als auch in der DDR. Im Dritten Reich gab es noch den wirklich wunderschönen Begriff Miesmacher. So, wer also die Regierung des Dritten Reichs kritisierte, war Miesmacher. So. Nun ist das Wort heute von der Politik noch nicht gewählt worden, vielleicht weil es ihnen doch zu bewusst ist, dass das ein Begriff des Dritten Reichs ist. Aber schon das Denken in Szenen. Hier ist zum Beispiel zu lesen auf der Computerspielzeitung Four Players. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wieder Computer und Videospiele pauschal in Beziehung zu einem Amoklauf oder einem Anschlag gesetzt werden. Am Samstagabend ist es wieder geschehen. Im Bericht aus Berlin der ARD sagte Horst Seehofer, dass Videospiele eine Teilschuld an den Anschlägen in Halle haben könnten und dass sie die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen müssten. Gamer-Szene, das ist ja die Szenen. Wie gesagt, ich kenne das noch aus der, wenn konservative Politiker in den 80ern abfällig über Schwule sprachen, der, wie hieß er noch, Stoiber hat damals von dahergelaufenen Schwulen geredet, dann war es immer, ja, das ist irgendwelche, war so richtig verschwörungstheoretisch, in der schwulen Szene, was da alles dann gemacht wurde, hatte man Fantasien. Und heute ist es eben die Gamer, das hat mit Gay nichts zu tun, sondern in diesem Fall handelt es sich um Computerspiele. Man könnte ja sagen, interessante Ähnlichkeit, dass das sprachlich da eine Ähnlichkeit gibt, aber wir wollen zurück zur Ernsthaftigkeit kehren. Das ist diese alten Säcke, nun gibt es ja auch viele alte Leute, die Computer spielen und von Computer sehr viel Ahnung haben und auch sehr viele Junge umgekehrt oder einige Junge vielleicht, die von Computerspielen wenig Ahnung haben. Also, aber tendenziell ist es nun mal so. Diese ganzen alten Säcke wie Angela Merkel und Horst Seehofer, die Computer selber wahrscheinlich nie groß benutzen, von Computerspielen und dem Ganzen, was dazugehört, ohnehin keine Ahnung haben, weil sie auch einfach einer anderen Generation angehören, maßen sich dann Urteile an über etwas, von dem sie, man muss es einfach klar sagen, keine Ahnung haben. Und wie war der gute Satz? Ich glaube von Dieter Nuhr, wenn man von etwas keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Und das gilt natürlich gesteigert für Politiker. Als Privatier könnte man ja noch sagen, na gut, in einem freien Land darf man auch dumm daherreden. Das ist berechtigt. Aber wenn man Entscheidungsträger ist oder wenn man also an einer Position ist, die großen Einfluss hat, Medienmacher, Medienschaffende kämen mir da zum Beispiel in den Sinn oder Prominente, deren Wort ja leider auch immer noch großes Gewicht hat. Dann sollte man sich mit seinem Äußern etwas vorsichtiger verhalten.
Weiter steht hier in Four Players zu lesen, Horst Seehofer, Zitat, das Problem ist sehr hoch. Ich bin nun der Letzte, der Deutsch kritisieren sollte. Ich habe auch meine Macken und Marotten, aber ein Problem ist nicht hoch, es ist groß. Aber egal. Viele von den Tätern, er ist Bayer, was soll man erwarten? Viele von den, sorry, es war, ich bin Preuße, es ist nur spaßig gemeint, das ist das berühmte spaßige Trolling, ich mein's ja nicht so. Aber nun ja. Hust. Also nochmal, Horst Seehofer, das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Viele von den Tätern kommen aus der ja, ich nehme auch an, viele der Täter waren in ihrem Leben öfters Wasser trinken. Sie kommen aus der Wassertrinkszene. Mal ganz einfach gesagt, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Korrelation und, jetzt fällt mir das andere nicht ein. Ach Gott, mein Gehirn ist noch auf 6:30. Also auf Ursicht, Kausalität, jetzt ist es mir wieder da. Sorry, war gerade ein Aussetzer im Hirn. Ich werde langsam alt. Zwischen Korrelation und Kausalität. Also etwas korreliert, wenn etwas gleichzeitig ist, ohne eine ursächliche Verbindung. Wie zum Beispiel Wasser trinken. Das ist so ein berühmtes Beispiel, weil gerade in Bezug auf, wenn man Leute Nazis nennt zum Beispiel, wird das als Meme, als Trolling oft im Internet, kommt das auf. Ja, Hitler hat auch Wasser getrunken. Also jeder, der Wasser trinkt, ist damit Hitler-affin. Ja. Was natürlich Quatsch ist, weil es ist ja keine Kausalität. Also es gibt keine ursächliche Verbindung von Hitlers Wassertrinken zu Hitlers Meinung. So. Das ist nur etwas, was er eben auch gemacht hat. Eine Gleichzeitigkeit. Täter kommen aus allen Szenen per se. Also Mörder. So. Diese Debatte mit den, gerade als einer, der, ich habe Computerspielleidenschaft als einen wesentlichen Teil meines Lebens angefangen, da war ich wirklich noch Kind mit 10 oder irgend so. In dem Dreh hatte ich das erste, da waren es so berühmte kleine Videospiele, die in so Schachteln, etwas größer wie Zigarettenschachteln, so kleine Daddelboxen, weil es gab ja sonst noch kaum etwas. Dann kamen dann die ersten Konsolen auf, wobei ich mich, in Konsolen war ich nie drin. Dann natürlich C64, wann kam der auf? Ende der 80er, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann ging es für mich los. Ich war da total gefixt und habe mich sowohl für das Spielen von Computerspielen als auch für das Programmieren und Herstellen, also sozusagen auch die Hintergrundinformationen, haben mich immer sehr interessiert. Also die Computerspielkultur. Und ich finde das ein faszinierendes Hobby. Es ist und finde das eine bodenlose Unverschämtheit, die mich tief im Innersten ärgert. Wieder dieses verdammte, es ist eine Lüge. Viele von den Tätern oder potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Ja, weil es eben keine Szene ist in diesem Sinn. Es gibt keine Gamer-Szene. Es gibt auch keine Vegetarier-Szene. Oder keine, weiß ich nicht, Wassertrinker-Szene oder irgendwas. Sondern Leute haben als Hobby Computerspiele, als Essenseigenschaft Vegetarier oder als, weiß ich nicht, was halt Leute in ihrem Leben machen. Oder ich male, es gibt auch keine Malszene. Oder ich dichte zuweilen in letzter Zeit wieder. Früher habe ich sehr viel gedichtet. Letzten Zeit hat es mich etwas gereizt, es wieder aufzunehmen. Es gibt auch keine Dichterszene. Das ist, wie gesagt, so ein diffamierendes Politikerdeutsch, mit denen dann immer suggeriert wird, dem braven Bürger, der davon keine Ahnung hat, oh, Szenen, da wird so etwas von Sektenhaftigkeit suggeriert mit der Wortwahl. Das ist ein Trick, der, wie gesagt, leider in der Politik seit den 80er Jahren immer wieder auftaucht. Wobei gerade konservative Politiker wissen, ihre verbliebenen Konservativen, oder sagen wir mal konservativ, meine ich jetzt nicht als politische Haltung, ihre, die, das, was man, im, ich glaube, im Osten hat man das, die Stinos, die Stinknormalen. Also der, die Normalos, so, die nicht in irgendwas drin sind wie Geek-Culture, also Star Wars, Star Trek, Comics, Computerspiele, all diese, das ist diese Geek-Culture, wie man im Englischen so sagt. Also die so sind, da sind ein bisschen drin sind, die das ein bisschen ernster nehmen und sagen, das ist für mich auch als Erwachsener ja ein Teil der Kultur, für mich auch als, einerseits, weil ich die hohe Literatur in jedem Jahr meines Lebens immer langweilig fand, also mit Böll und Grass und wie sie alle hießen, kann man mich, konnte man mich früher jagen, kann man mich heute jagen.
Also da gebe ich zu, ich bin da in der Popkultur eigentlich wesentlich mehr zu Hause und leidenschaftlicher Computerspieler, auch heute noch, auch wenn die heutigen nicht mehr ganz so sind, oft wie es mir zu Pass ist, aber egal. Und das ist eine Ansammlung von solch harmlosen, ich möchte schon sagen, überharmlosen Leuten, das ausgerechnet Computerspielern, also Gamern vorzuwerfen, da sei ein großes Potenzial von Tätern, finde ich nicht nur, es ist nicht nur objektiv unwahr, es ist auch natürlich, weil es mich betrifft, eine Unverschämtheit. Selbst ich glaube, selbst wenn es mich nicht betreffen würde oder wenn ich aufgehört hätte, das zu sein, würde ich das als Unverschämtheit, gerade weil ich eben weiß, was für harmlose Gesellen die Computerspieler gerade die sind. Also wesentlich harmloser als Leute aus anderen Szenen. Ich finde, die Politikerszene sollte man mal ins Auge fassen. Da kommt sehr viel Gefährlicheres heraus, Herr Seehofer. Wie weit das in der Öffentlichkeit heute noch verfängt, ist natürlich eine andere Sache. Aber die Politiker sind natürlich, man muss das zumindest nicht entschuldigend, aber doch erklärend hinzufügen, Politiker haben in solchen Zeiten immer eine Art Handlungsdruck, indem sie irgendeine Symbolpolitik dann durchführen, von denen sie mitunter auch wissen, dass das Quatsch ist, aber um ihren Wählern sagen zu können, wir haben was gemacht. So. Das ist ein Grundproblem immer der Demokratie, ne? Dass die gewählten Politiker oder die gewählt werden möchten oder wiedergewählt werden möchten, Maßnahmen durchführen müssen, von denen sie ihren Wählern zeigen können, da haben wir was gemacht. Und das führt sehr oft zu viel Unsinn, generell. Nun befinde ich mich ausgerechnet mit Rezo oder Rezo, wie immer man den spricht, den blauhaarigen YouTube-Typi, auf der gleichen Seite, der postete, wo ich sage, gut, ich stimme ihm zu. Zitat Rezo auf Twitter, wie kann man seinen Job immer und immer wieder so sehr verkacken? Ja, das ist die gute Frage. Allerdings, der verkackt seinen Job wirklich permanent. Auch wenn Rezo zur Zuwanderung wahrscheinlich gegenteilige Ansichten hat wie ich, aber Seehofer hat wirklich seinen Job permanent verkackt. Es ist eben so. Zitat weiter, er und seine Crew sind echt so krass inkompetent. Das Wichtigste, klärt eure Eltern und Großeltern auf, dass niemand mehr diese Partei wählt. Ich kann mich dem nur anschließen. Ja, in der Tat. Obwohl, wie gesagt, Herr Rezo wahrscheinlich andere wünscht als ich, aber trotzdem. Sonst geht es immer weiter mit solchen Dovis in Machtposition. Ich sitze natürlich ein bisschen da, weil ich weiß, der Rezo ist ja auch nicht mehr ganz so jung. Also der ist nicht 16 oder 17. Ist er also die Frage, da ist also die Frage, spricht er jetzt so authentisch? Alter 27. Naja, gut, ist noch grenzwertig. Aber er macht sich ja so ein bisschen her wie so ein 18, 17-jähriger Schüler oder Student. Ja. Und spricht dann auch so mit echt krass inkompetent, Alter. Dovis in Machtpositionen. Der hat total verkackt. Also, das ist ja eine besondere Sprache und ich frage mich, weiß ich nicht, 15-, 16-Jährige sprechen vielleicht so. Wobei es gibt ja Soziologie der Jugendsprache, ist ja auch ein Thema seit den 80ern, wo man angefangen hat, die Jugendsprache soziologisch zu erforschen, ein durchaus interessantes Thema, auch was sich für Begriffe im Laufe der Jahrzehnte in Jugendsprachen verändert hat. Es gibt ja Begriffe, zum Beispiel in den 70er, 80er, 90er und so weiter, die den Jugendlichen anderer Jahrzehnte jeweils völlig unbekannt sind. Also das erste Buch, das ich mal dazu las, hat sich auf die Jugendsprache, oh Gott, ich glaube, der 70er bezogen damals. Und das war dann mir als einer, der in den 70ern Kind und in den 80er Jugendlicher war, schon gar nichts mehr davon bekannt. Das heißt, es veraltet auch sehr schnell. Ne? Dieses krass zum Beispiel. Ne? Ist das heute noch gebraucht? Voll krass. Vielleicht ist das so ein Dauerbrenner. Ne? Aber gut. Das muss man mich wieder disziplinieren und zurück aufs Thema zwingen. Es war mir klar. Ich habe es befürchtet. Ich habe es erwartet. Man kann man sehen, ob es sich in etwas entwickeln wird. Es ist ja immer beliebt, auf Spieler einzudreschen. Das ist in vielen westlichen Ländern leider immer wieder so. Und
Ein schöner Post ist vom Postillon, das ist eine Satirezeitung, die schrieb, wen oder was sollte man nach dem Nazi-Anschlag in Halle-Starke beobachten? Gamer, die politische Korrektheit, Frau Merkel, die Artikel des Postillon, Purpurtentakel, Brotesser, Geflüchtete, Bildkritiker, den Geisteszustand von Horst Seehofer, Nazis. Ja, also wenn die einzigen mittlerweile vernünftigen Kommentare aus Satire-Magazinen wie Postillon kommen, dann weiß man, man ist wirklich in der Clown-World oder Clown-Welt angekommen. Ja. Und tja, diese Sache ist oft genug. Und Frau Kühnast musste sich natürlich auch äußern. Auch die Grünen-Politikerin Renate Künast fordert eine stärkere Regulierung von Computerspielen. Teilweise sind es die Spiele selbst, teilweise sind es die Chatspalten, in denen Rechtsextremismus und Cyber-Grooming. Grooming? Ich dachte, Grooming heißt immer, sich zu pflegen, also sich zu kämmen, sich ordentlich herzurichten. A groomed Character ist doch eigentlich ein gepflegter Charakter. Warum kann also Cyber-Grooming. Ich bin selbst ich mittlerweile schon draußen, um Gottes Willen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, Games müssten ein Teil des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes werden. Wunderbar, dieses verdammte Scheißgesetz soll also weiter in Dings. Also, dass in Computerspielen nicht irgendwelche bösen Worte fallen. Ja. Nun habe ich selber oft genug Trolling und auch aggressive Kommentare mir gegenüber oder Freunden gegenüber im Computerspielbereich. Ich bin heute nicht mehr Multiplayer unterwegs. Das heißt, die Spiele, die ich spiele, spiele ich nur noch allein. Teilweise auch, ich gebe es zu, aus Altersgründen, weil ich mit schnellen Jugendlichen einfach nicht mehr mithalten kann. Teilweise, weil das, was heute Multiplayer ist, was heute mit anderen gespielt wird, meistens sehr viel aggressiver wettbewerbsmäßig ist, was mich persönlich nie groß interessiert hat. Also Player versus Player, Kämpfe gegen andere Spieler, das hat mich zu keiner Zeit interessiert. Und das ist ja heute sehr in. Ne? Und in dem Maße, in dem das heute in den Vordergrund getreten ist, bin ich da auch raus. Ja? Mich würde es sehr viel mehr interessieren, mit anderen Spielern in einem Spiel zu kooperieren, als sie zu bekämpfen, aber das ist nur meine Natur. Und das fügt sich ja nahtlos mit einer anderen Nachricht. Leider, oder annähernd nahtlos, ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat. Ein Spieler des großen und erfolgreichen Spiels von Blizzard, Hearthstone. Hearthstone, Hearthstone, das ist ein Kartenspiel und dort gibt es internationale Wettbewerbe, also Ligen. Wie so eine Art Olympiaden, wenn man so will. Nun muss man für die Computerspiele nicht gut kennen, mal Folgendes sagen. Blizzard ist eine der großen und einflussreichen Firmen des Computerspielmarkts. Es sind die Betreiber des größten Online-Spiels, also massiv Multiplayer-Rollenspiels World of Warcraft. Ich möchte mal annehmen und hoffen, dass ihr, dass auch die nicht mit Computerspielen sich auskennen, schon mal von World of Warcraft gehört haben und zumindest eine Grundvorstellung davon haben, was das ist. Wenn nicht, pausieren, googeln, nachlesen. Ich kann jetzt hier nicht erklären, was Computerspiele und was World of Warcraft ist. Jedenfalls, es gibt heute Ligen, also Art wie, Mehrzahl von Liga. Also E-Sports nennt man das auch, elektronischer Sport, ob das ein sinnvoller Begriff ist, gut, darüber kann man sich streiten, aber es wird eben sportartig gemacht. Das heißt, man hat wie im Sport auch, wo es ja besondere im Fußball, besondere Cracks gibt, die besonders beliebt sind und die besonders fähig sind im Fußball oder in Tennis oder was weiß ich. Diese Art des Sportlichen hat mich in der einen wie der anderen Art persönlich ja nie groß interessiert. Deswegen ist es auch meine Vorstellung von diesen Dingen zugegebenermaßen eher etwas laienhaft. Aber es gibt dort halt Sportler oder Spieler, die sind eben besonders beliebt beim Publikum und meistens dann auch besonders fähig. Und dann gibt es eben Meisterschaften, internationale, die werden ausgetragen in diesen Spielen und die machen, das ist wie Schachweltmeisterschaften, wenn man so will. Also um mal einen Vergleich aus dem Nicht-Computerbereich zu nehmen. Und Hearthstone von Blizzard ist nun, wie gesagt, also im Prinzip eine Art Kartenspiel.
Ich habe das nie gespielt, ich habe davon persönlich aus eigener Anschauung keine Ahnung. Aber das Grundproblem ist, ein Spieler in diesem Spiel kam aus Hongkong und machte auf die Situation, die schlechte, die Menschenrechtssituation in Hongkong aufmerksam. Mit, steht hier denn auch mit welchen Worten und auf welche Art? Befreit Hongkong Revolution unseres Zeitalters. So, seine beiden taiwanesischen Kommentatoren steht hier bei Heise. Mit den beiden taiwanesischen, ich bringe mal den ganzen Absatz. Also hier steht bei Heise: Auslöser der Affäre waren Äußerungen des Hongkonger E-Sportlers während eines von Blizzard ausgestrahlten Livestreams. Er solidarisierte sich darin mit den Protesten in seiner Heimatstadt und rief: Befreit Hongkong, Revolution unseres Zeitalters. Mit den beiden taiwanesischen Kommentatoren war die Aktion offenbar abgesprochen. Sie duckten sich während des Vorfalls unter ihren Tisch. So, dieser Mann gewann also so eine Liga, so einen Wettbewerb, so einen internationalen. Ihm wurde mit, damit eigentlich sollte er dann ein Preisgeld bekommen. Und Blizzard hat dann gesagt, wegen dieser politischen Äußerung wird er gebannt und seine Kommentatoren auch. Also die dürfen das nicht mehr spielen. Der Sieg wird ihm aberkannt und auch das Preisgeld. So. Dann gab es einen riesen Aufreger darüber, weil es gibt natürlich hier einen etwas komplizierten Hintergrund, was viele Leute nicht wissen, leider, ist, dass die chinesische Firmen in immer größerer Zahl in westliche Firmen eingekauft haben. So auch im Computerspielbereich. Eine große Firma, auf die ich hier kurz das Augenmerk lenken möchte, ist die chinesische Firma Tencent. Tencent Holdings Ltd. ist ein Internetunternehmen, ich lese hier mal aus Wikipedia, in der Volksrepublik China mit Firmenzentrale in Shenzhen an der innerchinesischen Grenze zum nahegelegenen Sonderverwaltungszone Hongkong. Das ist ein Gigant, den gibt es schon seit 1998, also mittlerweile seit 21 Jahren. Hat einen Umsatz 2016 gehabt von annähernd 20 Milliarden Euro, ist also ein Gigant, wie man sagen kann. Und das Unternehmen ist also ganz breit aufgestellt. Es ist in sehr viele Firmen eingekauft. Es startete 1999, heute das mit Abstand meistverbreitete Instant-Messaging-Netzwerk Asiens. Das ist Tencent QQ. Ich kenne das auch nur vom Hörensagen, da ich diese Sachen auch nicht benutze. Es startete eigene Browser-Versionen. Also in China gibt es ja eigene Browser, die dann zwar meistens auf westlichen basieren, aber eben von dort angepasst sind, so zum Beispiel den Tencent Traveler, einer der verbreitetsten Webbrowser in der Volksrepublik China, basierend auf der Trident-Technologie des Internet Explorers von Microsoft. Meistverbreiteter Chatdienst WeChat in China sowie die Nummer 2 auf dem chinesischen Mobile Payment Markt. Also ein wirklicher Gigant. Und der ist eben auch Investor, das heißt, er kauft Anteile an Computerfirmen oder an Computerspielefirmen. Also er hat es sowohl bei Blizzard ist er Anteilseigner. Und das war natürlich einer der Gründe, warum das einen Aufschrei gebracht hat unter vielen Computerspielern. World of Warcraft oder überhaupt die Dienste von Blizzard haben zehntausende Kündigungen von Abonnenten bekommen in den letzten Tagen. Weil natürlich die Begründung, die Blizzard sagte, ja, wir wollen eine unpolitische Atmosphäre in unseren Spielen, wir wollen eine Atmosphäre, die nicht geschäftsschädigend ist. Das ist natürlich ein ganz heißes Eisen, denn natürlich kann eine Firma sich zu Recht sagen, wenn bei uns Leute unsere Dienste benutzen und das für uns geschäftsschädigend ist, ist das nicht gut. Das ist menschlich nachvollziehbar. Aber nun muss man sagen, die Volksrepublik China ist eine Diktatur und sie begeht als Diktatur schwerste Menschenrechtsverletzungen. Das ist eine objektive Wahrheit. Also unabhängig, wie man zum Islam steht, es ist einfach eine Schweinerei ersten Ranges, dass dort die
Was sind das, Uiguren oder so irgend so ein halbnomadisches Grenzvolk, also eigentlich noch auch noch Leute, die eigentlich völlig, wo man sagt, was soll das? Weil sie eben Muslime sind, in Konzentrationslager inhaftiert wurden, um dort zur Umerziehung. Also das ist schon ziemlich grausam an sich. Und dass dort extrem viel Unrecht geschieht, politischen Dissidenten gegenüber. Ich bin noch alt genug, um auch noch die Ereignisse vom Tiananmenplatz, in dem mit grausamer Brutalität die damaligen politischen Proteste niedergeschlagen wurden. Manchen Älteren wird das ja noch im Sinn sein. Es ist sehr tragisch, dass diese große Zeit, in der die chinesische Jugend versuchte, sich des Kommunismus zu entledigen, dass diese Zeit heute leider etwas in Vergessen geraten ist, dass die große, die gescheiterte Revolution vom Tiananmenplatz, die mit äußerster Brutalität niedergeschlagen worden ist damals. Und heute hat sich halt China in große Firmen eingekauft und dann herrscht sozusagen auch oft schon ein vorauseilender Gehorsam. Man will eben lieber die Milliarden aus China und dafür sollen die Leute den Mund halten. Nun muss ich sagen, ich kann per se verstehen, dass es Menschen gibt, die in Computerspiele gehen und von der Politik unbehelligt sein möchten. Aber ich glaube, als Spieler hat man kein Anrecht auf Unbehelligtheit von Themen. Unbehelligt von einem Thema zu sein, ist kein Menschenrecht oder auch kein Bürgerrecht, weil wenn ich kann es verstehen, ich wünsche mir auch manchmal, ach heute lass uns mal nicht über Politik unterhalten. Aber dann mache ich eben genau das, ich sage es Leuten, wenn das jemand erwähnt und ich dann sage, ich habe jetzt heute keinen Bock, sage ich, ach nee, heute nicht, ich bin jetzt heute etwas schlecht drauf oder ich habe genug gehört oder ich bin gerade geistig woanders, was für mich gerade auch ein bisschen der Fall ist. Dann kann man ja sagen, das dem anderen sagen oder man kann auch schlicht und ergreifend in Computerspielen Leute ja muten, also stumm schalten, sodass man sie nicht hören muss. Und sich dann ausklinken. So, also, oder denjenigen blocken oder sonst irgendeine eigene Maßnahme ergreifen. Und wenn sich dann Leute auf, weiß ich nicht, in irgendeiner Gegend von Warcraft über Trump unterhalten wollen, dann schaltet man die einfach stumm oder geht weg. So. Oder wie gesagt, man kann auch einfach Leute mal höflich bitten. Wenn man im Chat merkt, es gibt jetzt eine Diskussion, kann man sagen, Leute, können wir das nicht machen, bitte. Dann sagen die vielleicht, haben die vielleicht ein Einsehen und sagen, okay, klar, guter Einwand, wir machen das woanders. Na, also, dass man nicht gleich zu der Keule greifen muss auch. Es gibt einfach so viele andere Möglichkeiten, Dinge zu klären, als Leute zu bannen. Nun hat Blizzard nach langem Shitstorm, der ihnen entgegenging oder der heftig lang war, nicht aber heftig, nach einigen Tagen sind sie zurückgerudert und haben gesagt, seine Sperre wird von da ewig auf 6 Monate reduziert. Auch die beiden anderen Kommentatoren, die betroffen waren, waren vor 6 Monate nur gesperrt. Nur, ja gut, ist eine ziemlich lange Zeit für einen Spieler, gerade wenn man als E-Sportler, wenn man darauf seine Karriere aufgebaut hat. Also wenn das sozusagen das ist, was die Brötchen heimbringt. Ja. Und das Preisgeld soll ihm doch ausgezahlt werden. Mein Blizzard hatte wahrscheinlich keine Wahl in diesem Fall, als zurückzurudern. Eine Frage des tugendhaften Einsehens wird es hier nicht sein. Aber die Frage ist natürlich, wir haben ja, China ist einfach eine Diktatur, in der die Meinung noch sehr, 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 sehr viel mehr kontrolliert wird wie bei uns. Aber wenn es nach Seehofer und Künast geht, kriegen wir das ja auch. Oder siehe das Interview, das der Habeck geführt hat mit dem sogenannten Philosophen Richard David Precht. Da hat ja der Habeck auch Verständnis geäußert und gesagt, ja, in China, da läuft ja manches gar nicht so schlecht. Ne? Gerade auf die, es gibt in China sogenannte Social Credits, also Sozialkredit. So, du hast also eine Punkt, jeder Mensch hat dann quasi ein Punktesystem. Ein Pool von so und so viel Punkten und wenn du so und so viel Punkte in die Miesen gerätst, und zwar durch Fehlverhalten, indem du mal die Regierung kritisierst oder ein unschönes Wort einem Nachbarn sagst oder
den Kommunismus bezweifelst oder den Genossenstaatsratsvorsitzenden kritisieren wagst, dann wird dir sozial Minuspunkte gegeben und wenn du über einen gewissen Minuspunkt hinausgehst, dann wird dir Sachen gesperrt. Da kannst du nicht mehr ins Internet und das wird dann endlos gesteigert bis allen vorstellbaren Bereichen. Irgendwann wird dir das elektronische Geld gesperrt und im Zuge der Abschaffung des Bargelds bedeutet das dann natürlich auch, dass du völlig schachmatt gestellt werden kannst. Und das ist eine wirklich düstere, dystopische Zukunft, die da raufdämmert und wo hier China leider für viele westliche Politiker in zunehmendem Maße ein Vorbild wird. Das ist das ganz brandgefährliche und auch der Grund, warum jeder sich hier mit den Computerspielern solidarisieren muss. Weil ich weiß, viele werden sagen, was interessiert mich das? Ich bin kein Gamer. Nein, hier wird an Computerspielen das vorexerziert, was dann mit allen gemacht wird. Es ist die moralische Pflicht jedes Menschen, der auch nur ein Müh auf eine freie Gesellschaft gibt, zu sagen, nein, ich solidarisiere mich mit Computerspielern, lass die in Ruhe. Das ist wichtig. Weil wenn das heute Computerspieler trifft, das ist immer so eine Art Testfeld. Dann trifft es morgen auch andere. Es muss jetzt eine Solidarisierung gegen diese Sache sein. Also soweit jedem Einzelnen das eben möglich ist. Das ist ganz wichtig. Also es gibt dann auch ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt noch ein anderes großes Spiel, das heißt League of Legends. Dort sagt ja der Betreiber Riot auch, dass sensible Themen soll jeder für sich behalten. Sensible Themen. Ich muss hier mal eines ganz klar sagen. Menschenrechtsverletzungen sind kein sensibles Thema, das man für sich behält. Ich kann verstehen, Leute sollten ihren Internetauftritt, wenn sie gerade im Rahmen einer E-Sports-Veranstaltung sind, nicht dazu verwenden, eine Religion zu verbreiten, eine politische Ansicht zu verbreiten und so weiter. Das kann ich verstehen. Aber Menschenrechtsverletzungen schwerer Art ist die Verantwortung aller. Das ist etwas anderes. Denn wenn Menschen umgebracht werden, wenn Menschen ohne Gerichtsverfahren und ohne gesetzliche Grundlage willkürlich verhaftet werden, wenn Menschen aufgrund der Angehörigkeit zu einer Gruppe in Konzentrationslager verbracht werden, ist das keine Frage, die man politisch so oder so sehen kann, sondern es ist eine Verletzung der Menschenrechte. Und ich muss hier eines klar sagen, die Menschenrechte sind ein elementarer Bestandteil der europäisch-westlichen Kulturidentität, und zwar schon lange vor ihrer Verkündung. Von der Zeit Platons und Sokrates auf, in dem die Platoniker verkündeten, alle Menschen sind der Seele nach göttlicher Abkunft, über natürlich dann in besonderem Maße die Einführung des Christentums in der westlich-europäischen Kultur, ist es ein elementarer Bestandteil, dass wir a individualistisch denken, also die Verantwortung des Individuums hervorheben. Das ist etwas, was unsere westlich-europäische Zivilisation von allen anderen Kulturen der Welt grundlegend unterscheidet, indem es keine Selbstverständlichkeit ist, dass das Individuum Rechte hat und einen eigenen Stand. Das ist und nun kann man mir immer sagen, es gibt, ich sage das ja auch, es gibt einen Hyperindividualismus mitunter. Klar, alles, was man ist, ich sage das oft genug, es gibt keine Idee, die so gut ist, dass man sie nicht übertrieben zu etwas Schlechtem machen kann. Das ist, muss man immer sich vor Augen führen. Damit wird die Grundidee aber nicht schlecht. Ja. Das ist wie, wenn man sich gesund ernährt. Ja, man kann sich selbst so versuchen, nur gesund zu ernähren, in Anführungsstrichen, dass A, das Leben scheiße ist und B, man dann auch wieder sich ungesund ernährt. Also Veganismus zum Beispiel ist per se keine gesunde Lebensführung, weil dem menschlichen Organismus dann einfach was fehlt. Man kann den Gedanken ja verstehen, man möchte Tiere schonen, ihnen Tieren kein Leid zufügen, Tiere nicht ausbeuten, so, das ist per se als Grundgedanke ja ein moralischer Gedanke. Aber man kann eben auch gute Gedanken so übertreiben, dass sie zu schlechten Gedanken werden. Und das ist die Frage des Individualismus. Unsere Kultur basiert aber auf dem Einzelnen.
Wir haben es schon in den uralten Heldenmythen, die Heldengeschichten. Der Einzelne, ob das griechische Sagen sind oder germanische Sagen, keltische Sagen oder slawische Sagen, in allen europäischen Kulturen ist seit unvorstellbarer Zeit der Gedanke des Individuums, das sich hervortut, das seinen Weg macht. Das ist eine Idee, die es in anderen Kulturen in dieser Weise so nicht gibt. Es gibt auch Heldenfiguren in anderen Kulturen, aber sie sind in ihrem Setting immer anders angelegt und sind immer wieder zurück eingebunden in die Familie, die doch wichtiger ist als das Individuum, in Asien zum Beispiel. Also wenn man zum Beispiel Anime sieht, dann sieht man, dass dort ist sehr viel mehr das wir das Team, wir die Schulklasse, wir die Gruppe so und so, wir die Familie. Also da ist das Wir sehr viel höher angesiedelt als ich und mein, also nehmen wir mal eine Figur wie Odysseus zum Beispiel. Ein typischer Held westlichen Typus, der mit Schlauheit, List sich als Individuum immer wieder durchsetzt und als Individuum dasteht. Als Einzeltyp. Und das ist sowohl philosophisch, nehmen wir zum Beispiel, wie gesagt, ganz stark im Platonismus, ist es besonders stark, wenn man sagt, der Einzelne sucht die Verbindung zu seinem Daimon, also seine spirituelle Verbindung, der Einzelne kommt vom Göttlichen oder in aristotelischer Weise dann die individuelle Vernunft, die Logik. Das sind schon ganz starke Dinge, dass der Einzelne und eben auch dann die Formulierung von Menschenrechten, die sich auf das Individuum beziehen. Nicht auf seine Zugehörigkeit zu Klassen, zu Geschlechtern, zu irgendwelchen Kollektiven, sondern der Wert des Einzelnen. Und den Wert überhaupt jedes Einzelnen dann auch. Und nicht zu sagen, na, es gibt halt Leute, die sind Sklaven, die sind wertlos. Gut, damit hatte die Antike noch ein Problem. Auch im Mittelalter und Leibeigenschaft war das nicht immer hoch entwickelt, aber es war eben als philosophisch-theologische Grundlage ein ganz wichtiger, es ist die Grundlage unserer Kultur. Auch wenn die reale Politik dem immer wieder hinterherhinkte. Es ist eine der wichtigsten Grundlagen unserer Kultur, dass Individuen, dass es Menschenrechte gibt, die den Wert jedes Individuums festhalten. Und dazu gehört meines Erachtens ganz klar, dass man die Verletzung von Menschenrechten anprangert. Das ist für uns Westler insbesondere keine Frage der Meinung. Meinung ist, ob ich links oder rechts bin, ob ich Christ, Heide oder Atheist bin. Das ist Meinung. Da kann man sagen, wir möchten nicht, dass E-Sports dazu verwendet werden, deine Meinung durchzusetzen. Aber Menschenrechte sind keine Meinung. Menschenrechte sind ein, ich sag's mal so ein bisschen in Anführungsstrichen, gottgegebenes Recht. Ja, da braucht ihr nicht lachen oder die Augen zu verdrehen. Also gerade in der christlichen Kultur ist das ganz wichtig. Jeder Mensch ist ein von Gott geschaffenes Wesen. Und das ist für mich als neoplatonischer Heide auch nicht anders per se. Auch wenn die Erklärung dahinter ein bisschen komplexer ist. Ich weise da mal wieder ganz stark doch auf Jordan Peterson hin, der sagt, das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur, unserer westlichen Zivilisation zu sagen, wir kommen alle vom Logos. Also sind alle seelenhaft. Das ist der Grund, warum es in der westlichen Zivilisation auch für Mörder im Gefängnis eine, ich sag mal, ordentliche Behandlung gibt. Weil wir sagen, selbst ein Mensch, der so schrecklich und furchtbar ist, ist ein Kind Gottes wie wir alle. Und wenn wir dann noch so streng sind und sagen, so, weiß ich nicht, selbst wenn man sagt, wir richten den hin. Okay, gut, ich bin ja kein Freund der Todesstrafe, aber selbst wenn man das sagt, es muss alles. Es darf keine Entgrenzung geben in Barbarei. So, das ist die Schlussfolgerung daraus. Und ich finde das wichtig. Ich finde, das ist für mich keine Frage der Meinung, sondern es ist die Grundlage unserer ganzen westlichen Zivilisation. Selbst wenn man das säkular nimmt, als eben als Menschenrechte. Die Menschenrechte ist ja die so als Begriff, als Manifestation 1789, ich hatte den Text ja letztens erst vorgelesen,
ist ja nur die säkulare Fassung, die atheistische Fassung dessen, was vorher unter philosophisch und theologischer Vorstellung spirituell begründet war. Das ist ja keine neue Sicht, sondern sagen wir mal die Wiederherstellung einer Sicht auf Grundlage rational-atheistischer Perspektive. Aber es führte dann zum Gleichen. Und das ist die Grundlage unserer ganzen westlichen Zivilisation. Klar, nur kann man sagen, die Chinesen scheißen sich auf die westliche Zivilisation, aber wir als Vertreter dieser Zivilisation, Blizzard ist nun mal ein US-Unternehmen und kein chinesisches Unternehmen. Wir Menschen der westlichen Zivilisation müssen diese Grundlage verteidigen. Es darf keinen Staat durchgehen, dass er Konzentrationslager betreibt, dass er willkürliche Verhaftungen betreibt und dass er Menschen umbringt aufgrund ihrer Meinung. Oder schwer schädigt aufgrund ihrer Meinung. Das ist schon bei uns im Abnehmen. Aber wo es auftaucht, ob dort oder hier, das ist für mich nicht eine Frage wie Religion oder rechts oder links. Weil es die Grundlage ist. Wenn das Individuum nicht frei ist, sich zu äußern, ist die ganze Grundlage weg. So, das kann keine Frage der Meinung sein. Wer dagegen ist, dass Individuen sich frei äußern dürfen, ist böse. Punkt. Ende. Das ist für mich keine Debatte. Links oder rechts kann man sein. Katholisch oder heidnisch oder atheistisch kann man sein. Das ist eine Meinungsfrage. So, oder eine Geschmacksfrage, wie man will. Aber Menschenrechte sind keine Meinungsfrage. Und wenn ein, nun kann man sagen, wir werden China nicht dazu bringen, seine Politik zu ändern. Vielleicht. Aber wir könnten aufhören, mit einem Land Geschäfte zu machen, das sich so verhält. Und das ist meine Meinung, müssten es moralisch auch. Es ist... Wer ein christliches Weltbild hat, für den müsste es eigentlich klar sein. Für mich als, wie gesagt, Platoniker ist es auch klar, denn der Platonismus hat einen ähnlichen Moralcharakter und eine ähnliche Begründung. Es ist für mich ganz genauso als Heide, als platonisch orientierter Heide, genauso evident, wie es eigentlich für jeden Christen sein müsste. Aus welcher Begründung Atheisten sich das herziehen, kann ich jetzt persönlich nicht sagen. Würde mich mal auch interessieren, wie da ihre Meinung dazu ist. Gerade Leute, die selber keinen Glauben haben und auch nicht mehr in irgendeiner weltanschaulichen Philosophie verwurzelt sind, so wie ich. Aber ich glaube, das zu kritisieren ist selbstverständlich. Auch da, wo es nicht Thema ist. Denn wenn man sagt, ja, das ist ja hier nicht das Thema, dann kann man das immer sagen. Dann ist am Schluss Kritik nie mehr möglich. Weil immer irgendwelche Gruppen vordefinieren, was hier das Thema zu sein hat. Und sorry, das kann mir nicht jemand anders sagen, per se. Also, dass man solche Sachen dazu benutzt, um auf brenzlige Themen aufmerksam zu machen, gerade wenn es, wie gesagt, eben nicht eine Frage von Tagespolitik ist, sondern es geht um Leib und Leben. Diese Leute fürchten um ihr Leben. Ich glaube, dann kann man Leuten nachsehen, dass sie einen mit einer Botschaft auch ungebeten konfrontieren. Dass hier die westliche Gesellschaft, und zwar kurioserweise weder unsere linksgedrehten Alternativen, die sowieso nicht, weil die wollen ja Kommunismus nicht kritisiert sehen, aber auch das Großkapital quasi an einem Strang ziehen, ist eine ganz merkwürdige Entwicklung. Also wo man sieht mit dem Linkssein, Linkssein war eigentlich mal Bevormundung kritisieren und das Großkapital kritisieren. Aber plötzlich befinden sich die Linken zusammen in einem Bett mit Großkapital und kommunistischen Diktatoren. Das finde ich, was mich wirklich ärgert, schockiert und enttäuscht. Jetzt muss ich mal schauen. Oh Gott, das ist ja schon länger als ich dachte. Das zweite Thema will ich deswegen auch nur etwas kürzer angehen. Das ist das Kurdenthema. Das ist natürlich eine sehr tragische Geschichte. Das Grundproblem ist, Trump will ja nun aus dem Gebiet Syrien abziehen und die Türkei als den neuen, sagen wir mal, militärischen Schutzherr dieser Region das Feld für die Türkei räumen. Das ist eine sehr, viele hat das aufgeregt, mit denen ich gesprochen habe, zu Recht.
Aber es ist natürlich eine sehr unübersichtliche Lage, denn die Realität ist, natürlich ist es so, die Kurden sind per se ein unterdrücktes Volk. Sie sind ja in mehrere Staatsgebiete unterteilt und haben kein eigenes Staatsgebiet. Sie werden in praktisch allen Staaten mehr oder weniger benachteiligt, in der Türkei besonders stark übrigens. Sie gelten als am säkularsten und damit auch, sagen wir mal, den westlichen Werten ähnlichsten. Ob das stimmt, ist mit einem bisschen Fragezeichen zu sehen. Es gibt ja sehr starke linksextreme politische Kräfte bei den Kurden. Inwieweit die repräsentativ für die Kurden an sich sind, ist allerdings die Frage. Denn Erdogan hat dieses Argument auch aufgebauscht mit dem Ziel, die westlichen Staaten zu überzeugen, ja, ich kämpfe gegen die Kurden, weil das sind radikale Kommunisten. So. Und manche Völker, die unterdrückt waren, haben sich ja sozusagen kommunistische Banner aufgehängt, um sozusagen als Gegenspeerspitze, ohne das unbedingt immer ernst zu meinen. Oder sie meinten es dann irgendwann ernst, weil sie in dieser Vorstellung ihr einziges Heil sahen, sich gegen eine tatsächliche Unterdrückung durch eine andere Volksgruppe, sich so sagen wir mal, politisch zu organisieren. Das ist etwas, was ich nicht hundertprozentig beurteilen kann, aber die Gemengelage ist natürlich sehr schwierig. Nun kann ich verstehen, in den USA gibt es viele, die sagen, wir waren dort lange genug, wir müssen dort raus. Es gibt auch in Deutschland viele sagen, die sagen, die USA sind der böse Weltpolizist, die sollen sich nicht aufspielen, die sollen sich da raushalten. Nun ist die Lage aber doch etwas komplizierter. Als George Bush als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September im Irak einmarschierte und den Irak zerschlug, löste sich die ganze Region weithin auf. Also wir haben große Auflösungserscheinungen. Es ist auf Syrien übergegriffen. Es hat sich auch durch Eingriffe der Alliierten in Libyen Ähnliches ereignet. Also erhebliche Teile der Region sind heute erschütterte, chaotische Regionen. Und das ist das Ergebnis der westlichen Intervention, also der Intervention zunächst der USA in Irak und später der Briten und Franzosen in Libyen. Gut, das ist ein bisschen anderes Gebiet, aber das Ergebnis war ähnlich. Nun kann man sagen, wenn man einen großen Schaden anrichtet, also die Amerikaner, und das haben die durch die Invasion in diesem Gebiet, dann ist diese Nation auch dafür verantwortlich, diesen Schaden zu beheben. Sie kann nicht einfach gehen. Also man kann nicht jemanden alles zerdeppern. Und dann, wenn alles in Trümmern ist, sagen, ja, pff, tut mir leid, wir haben uns geirrt. Das hat eigentlich mit dem 11. September nichts zu tun gehabt. Wir haben die ganze Region in Flammen gesetzt und jetzt sorgt selber dafür, wie er es wieder hinkriegt. Ich meine, moralisch ist es schon klar, dass die USA hier die Verantwortung haben, das ihnen Menschenmögliche zu tun, diese Region wieder in gesicherte Bahnen zu bringen, nachdem sie sie vorher in Flammen gesetzt haben. Da ist rausgehen dann nicht, aus meiner persönlichen Sicht, nicht die moralische Verhaltensweise. Das ist meine Sicht. Natürlich steht auch Trump gewissermaßen unter dem Druck der Leute in seiner Heimat. Das ist klar, das ist in der Demokratie ebenso. Dort gibt es Stimmungen, denen man sich als Politiker nicht ganz entziehen kann. Interessante verschiedene unerwartete Entwicklungen oder Äußerungen gibt es natürlich auch hier, denn es gibt ja dort eine Gemengelage von Mächten. Zum Beispiel, es gibt eine große, also eine der kompliziertesten Verhältnisse ist zum Beispiel das Verhältnis der Türkei zu Israel, die mal feindschaftlich, mal verbündet auftritt. Also das ist, wäre auch noch mal etwas, wo man stundenlang darüber extra berichten könnte. Hier nur ein kleiner Ausschnitt aus der Jerusalem Post. Ich versuche das mal ad hoc zu übersetzen. Israel verurteilt sehr stark die türkische Invasion des kurdischen Gebiets in Syrien und warnt vor ethnischen Säuberungen bei den Kurden durch die Türkei, sagte Netanyahu, also der israelische Premierminister.
Israel ist bereit, seine humanitäre Unterstützung den herausragend guten kurdischen Menschen zuteil werden zu lassen. Also der israelische Ministerpräsident sagt, er wird also humanitäre Maßnahmen dem gallant Kurdish people. Gallant ist sozusagen dem ritterlichen kurdischen Menschen. Also er lobt die Kurden ausgesprochen und sagt, es sei für mich als Israeli und Jude nicht vertretbar, dem stumm gegenüber zu stehen. Ich bin jetzt kein großer Freund von Netanyahu oder auch der etlichen Teilen der israelischen Politik auch nicht besonders begeistert, muss mal so vorsichtig zu sagen. Aber in diesem Fall muss ich sagen, Hut ab. Denn eigentlich hätten die Kurden unser aller Unterstützung verdient. Die waren lange Zeit die einzigen zuverlässigen Verbündeten des Westens in diesem ganzen verdammten, in dieser ganzen verdammten Region. Nun muss man natürlich auch leider ein Element an Realpolitik sagen. Es gibt ja viele Leute, die sagen jetzt, ja, das soll der Westen endlich den Kurden einen eigenen Staat schaffen. Das Problem ist, alle Kurden sind, glaube ich, auf vier Staatsgebiete verteilt. Man müsste also vier Staaten oder zumindest einigen Staaten Hoheitsgebiet wegnehmen. Wie soll das gehen? Jetzt stellen wir uns das mal vor, die westlichen Mächte, die NATO oder die USA und ihre Verbündeten würden in die Regionen gehen und sagen, vom Irak, von Syrien und von der Türkei wird jetzt jeweils ein Stück weggeschnitten und das schenken wir den Kurden als eigenes Gebiet. Ja, da wäre Jahrmarkt im Nahen Osten, ne? Also man muss es leider realpolitisch so sagen, so traurig wie es ist etwas, was politisch gar nicht durchsetzbar ist. Nun könnte man ja sagen, Irak und Syrien sind so geschwächt, wenigstens von denen könnte man das wegnehmen, aber selbst dann wäre die Türkei mit Zähnen und Klauen dagegen. Weil ein unabhängiger Kurdenstaat an ihrer Grenze ist das Letzte, was die Türkei will. Die Kurden haben in der Türkei ein nicht ganz kleines Gebiet als ihr ethnisch eigenes. Und Erdogan fürchtet sich vor einem Zerbrechen der Türkei, natürlich. Nachdem die Türken andere Minoritäten wie die Armenier quasi an den Rand des Ausrottens, der Ausrottung gebracht haben. Die griechischen Minderheiten, die früher noch in der Westtürkei lebten, wurden ja mit ausgesprochen brutaler Gewalt vertrieben. Also man hat sozusagen die Geschichte der Türkei in den letzten rund 100 Jahren ist eine Aneinanderreihung von ethnischen Säuberungen. Auch das ist ein Thema, das die Türkei selber nie für sich thematisiert. Und die letzte ethnische Säuberung, die sie noch nicht durchgeführt hat und sie gerne durchführen würde, wenn sie denn könnte, ist eben die ethnische Säuberung der Kurden, also sprich ihre Vernichtung, um es mal in Klartextdeutsch zu bringen. Das ist das Ansinnen von Erdogan. Der will die Kurden entweder alle abknallen oder rauswerfen. Es ist ihm vermutlich egal, was die Lösung ist, wenn sie gehen, wenn er sie rauswerfen könnte, wäre es ihm vermutlich lieber, weil er sich dann nicht die Hände schmutzig machen würde. Aber es ist nur eine sehr hauchdünne Tünche. Und die Angewiesenheit der Türkei nach wie vor auf das westliche Verteidigungsbündnis, weil die Türkei bei aller Großmannssucht, das sie aufweist, als Staat, der isoliert dastünde, doch in nicht ganz einfachem Fahrwasser wäre, auch ökonomisch. Trump hat ja darauf hingewiesen, er kann die Türkei, wenn sie sich missverhält, ökonomisch in die Knie zwingen. Ob das stimmt, wenn er könnte das vermutlich, ja. Aber ob er das dann machen würde, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und das ist eine ganz furchtbare Geschichte, weil ich habe mit dem kurdischen Volk sehr großes Mitgefühl und bin mir sicher, sie haben moralisch jedes Recht auf einen eigenen Staat. Aber die westlichen Militärbündnisse müssten im Prinzip dort einmarschieren und drei oder vier Staaten zwingen, Gebiete herzugeben. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Also was dort mein Gott, also das müssen sich Leute, die das fordern, halt auch vor Augen führen, was das für einen Flächenbrand in der Region hätte auslösen könnte, wenn man den Kurden tatsächlich einen eigenen Staat verschafft.
so sehr es moralisch geboten ist. Aber hier gibt es wie immer wieder nicht die Frage Gut gegen Böse, sondern welcher Weg Gut gegen Gut. Also Staatsgrenzen umziehen mit westlicher, also mit vorgehaltener Waffe des Westens. Es ist keine leichte, es gibt hier keine gute Entscheidung, das muss man klar sagen, sondern es gibt hier nur zwei unterschiedliche Arten von schlecht. Aber heutzutage, ich finde das ebenso interessant, wie auch natürlich erschütternd, um nun das heutige Video zu dem Ende zuzuführen, wie viele heiße, große Themen es gibt, die ganz schnell in der Versenkung verschwinden. Ich sage nur Epstein. Der Epstein-Suizid oder der vermeintliche Suizid, wie man will. Wie schnell ist er wieder in der Versenkung verschwunden? Dabei wäre er ein ganz wichtiges, aufzuarbeitendes Thema. Nicht nur für die USA, denn das hat ja Kreise in der ganzen Welt gezogen mit seinen... ich sag's jetzt hier nicht, dass mir YouTube aufs Dach steigt, aber ihr kennt ja den Fall. Oder wenn ihr nicht kennt, na gut, könnt ihr ihn nachlesen. Und natürlich auch andere Dinge, die sich ereignet haben seither, die ganz schnell wieder aus den Medien raus sind. Also jedenfalls bei uns in Deutschland. Also wir hatten ja diese Sache in Limburg, in Paris. In den letzten Tagen schon wieder neue Attentate von Platin-Menschen. Ja. Und das lässt man völlig... Das geht alles völlig unter in dem viel beliebteren Thema des Halle-Mörders. Und breitet es dann jetzt auf Computerspiele auf und vieles andere. Auch, wie gesagt, diese Geschichte in Hongkong und in Kurdistan, das sind beides, müssten eigentlich große Themen sein in unserer Gesellschaft. Lassen wir solche Leute im Stich und verbünden uns stattdessen mit Diktatoren. Klaren Diktaturen wie in China, de facto Diktaturen wie in der Türkei. Oder sagen wir mal, zumindest ist die Türkei eine lupenreine Demokratie ist sie jedenfalls nicht mehr. So ein Staat, in dem der arge Menschenrechtsverletzungen begeht. Verbünden wir uns also mit solchen Staaten. Das ist es etwas. Und lassen die Guten im Stich. Ich finde das schändlich und betrüblich. Aber auf Computerspielern als den neuen Bösen hacken wir stattdessen rum. Oder hackt die Politik herum. Diese Politiker haben für mich jeden moralischen Kredit verloren. Jeden. Nun, ich hoffe, ihr habt nichtsdestotrotz, das ist immer ein bisschen ironisch, etwas so zu beenden, aber ich meine es von Herzen, ihr habt trotzdem einen nicht ganz schlimmen Sonntag. Kommt angenehm in die Woche. Und wie immer hoffe ich, ihr bleibt mir gewogen.